Ich fange bei solch einem Vortrag immer gerne an mit den Basics, weil ich immer wieder merke, dass die oder dass dort sozusagen ein Wissensgap ist. Wie sieht die Pflegeausbildung oder wie sieht auch das Weiterbildungsrecht in Deutschland aus? Das ist ziemlich konfus am Anfang. Deswegen will ich da ein bisschen Ordnung für Sie reinbringen, weil da kommt jetzt tatsächlich auch noch mal eine große Wende auf uns zu. Und da müssen wir mal schauen, dass wir da die Notfallversorgung auch gut reinbekommen. Also, die Pflegeausbildung sieht so aus, dass wir auf Bundesebene ein sogenanntes Pflegeberufegesetz haben. Das wurde 2017, 2018 wurde das sozusagen veröffentlicht. Es, kann man nicht so richtig sehen. Es war vorher das Krankenpflegegesetz und das wurde 2003 implementiert und soll nur noch bis 2020 aktuell sein. Danach wird es eine neue Berufsordnung geben mit einer komplett neuen Struktur. Es wird keine Gesundheits- und Krankenpfleger mehr geben, sondern es wird Pflegefachpersonen geben. Die sogenannte generalistische Ausbildung bedeutet, dass wir die drei Gesundheitsfachberufe, was jetzt Gesundheits- und Krankenpflege war, die Kinderkrankenpflege und die Altenpflege zusammenführen. Und die Länder sind gerade sozusagen damit beauftragt, und jetzt sind wir auf der Länderebene, Curricula zu entwickeln. Das heißt, der Bund gibt also nur eine Gesetzgebung vor und die Ausgestaltung obliegt sozusagen den Ländern, was wieder dazu führt, dass die Länder differente Curricula entwickeln. Und auch ein Curriculum ist sozusagen nur ein großes Konstrukt. Und die jeweilige Schule entscheidet dann, wie sie dann sozusagen das Curriculum mit Inhalten füllt. Und da hängt das tatsächlich auch von der Schwerpunktsetzung beispielsweise einer Krankenpflegeschule ab, wie bestimmte Inhalte gesetzt werden. Und da haben wir ein ganz großes Problem. Und das zieht sich auch schon seit Jahren sozusagen mit, dass die Berufsausbildung, wenn ich sie beispielsweise in einem Bundesland anfange, sie nicht in einem anderen Bundesland zu Ende machen kann. Was ziemlich dramatisch für manche Pflegekräfte ist. Es wird nicht anerkannt, die Zeit, die man sozusagen in einer anderen Krankenpflegeschule, in einem anderen Bundesland absolviert hat. Und die Leute müssen tatsächlich die Ausbildung neu anfangen. Ja? Das ist ziemlich dramatisch und man merkt tatsächlich auch inhaltliche starke Differenzen bei der Ausgestaltung der Rahmenlehrpläne. Bei den Weiterbildungen sieht es so aus, dass wir auf Bundesebene gar nichts haben. Der Bund hat keine Vorgaben, der hat keine Anforderungen, der sagt, er gibt sozusagen das Recht an die Länder ab. Und das hat dazu geführt, dass sozusagen das Weiterbildungsrecht auf Länderebene nur vorhanden ist und dass die Länder selber entscheiden wollen, ob sie für die Pflegekräfte eine Weiterbildungsverordnung haben wollen. Das hat jedes Bundesland bis auf Bayern und Sachsen-Anhalt. Und die DKG als Vertreterin sozusagen der Krankenhäuser hat gesagt, solange sozusagen ein Bundesland keine Weiterbildungsverordnung hat, gilt die Empfehlung der Krankenhausgesellschaft, der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die hat für bestimmte Fachbereiche ein Mindestmaß, ein inhaltliches Mindestmaß vorgegeben. Und die Länder sozusagen, die kein Weiterbildungsrecht haben, können auf diese Empfehlung zurückgreifen. Das sieht man dann auch auf den Zeugnissen, dass sozusagen dann dort steht, Fachweiterbildung Anästhesie, Intensivpflege in Klammern DKG. Ja, also man sieht dann tatsächlich ganz different, wo die Fachweiterbildung absolviert wurde. Und dann kann das auch dazu führen, dass das Problem haben wir tatsächlich gerade noch nicht, aber dass beispielsweise ein Bundesland auch sagt, nee, die Fachweiterbildung aus Sachsen erkenne ich nicht an. Ja, also es ist auch hier sehr dramatisch. Wie sieht das jetzt mit der Notfallpflege aus? Darum geht es ja. Der aktuelle Stand der Notfallpflege. Also wir haben ein grundsätzliches Problem, dass die Notfallpflege oder notfallpflegerische Kompetenzen nicht in der Grundausbildung vorhanden sind. Es wird nicht gelehrt. Also wenn man sich die Curricula und die Rahmenlehrpläne der einzelnen Schulen, der einzelnen Länder anguckt, gibt es dort nur marginale Schnittmengen, die irgendwie notfallrelevant wären. Das heißt, ich habe eine dreijährige Ausbildung und bin eigentlich für den Bereich nicht vorbereitet. Das wurde ziemlich schnell, oder nein, es wurde erkannt
Und es wurden ziemlich viele Fort- und Weiterbildungsangebote entwickelt. Die waren aber so heterogen, dass die einen gesagt haben, okay, man macht jetzt eine 200-Stunden-Ausbildung und dann kann man in der Notaufnahme arbeiten oder man macht einen Wochenendkurs. Und die waren sehr different. Also ich habe die mal zusammengefasst in der Literaturrecherche. Und auch da konnte man sozusagen nicht davon ausgehen, dass dort ein Grundsatz an Handlungswissen sozusagen vorhanden ist. Es haben sich in den letzten Jahren verschiedene Insellösungen gebildet. Wir haben die Fachgesellschaft Degina, die eine Empfehlung zur Fachweiterbildung Notfallpflege herausgegeben hat. Die Charité hat ein Curriculum entwickelt für die Fachweiterbildung Notfallpflege. Bremen hat auch eine Fachweiterbildung Notfallpflege. Und vor 2 Jahren, also 2017, kam eine Empfehlung der Deutschen Krankenhausgesellschaft raus. Diese Insellösungen sind interessant. Sie sind leider auch an manchen Stellen sehr heterogen oder sehr different. Und das ist sozusagen auch das Problem. Das heißt, wenn ich sozusagen eine Fachweiterbildung nach dem Degina-Curriculum mache, wird das, obgleich sie sozusagen inhaltlich sehr ähnlich den anderen Curricula sind, werden die nicht anerkannt. Ja, also wir haben auch hier wieder ein Anerkennungsproblem der Qualifikation. Im vorherigen Vortrag haben wir schon sozusagen auf die, haben wir sozusagen gehört, was es für ministeriale Entscheidungen gab. Da haben wir zum einen den GBA-Beschluss, der fordert, dass die Notfallpflege oder das Pflegende in Notaufnahmen die Zusatzqualifikation Notfallpflege haben müssen. Und auch das Gleiche stellte sozusagen der Sachverständigenrat zur Begutachtung im Gesundheits- oder zur Entwicklung im Gesundheitswesen fest. Und hier haben wir sozusagen auf ministerialer Ebene eine Entscheidung, die tatsächlich aber die einzelnen Teilnehmer im Gesundheitswesen vor eine große Herausforderung stellen. Wir haben also die Fachweiterbildung Notfallpflege, die gefordert wird. Und wir waren jetzt tatsächlich relativ schnell, muss man ja sagen, für die Entwicklung. Das Problem ist halt nur, dass wir 3 wichtige Instanzen vergessen haben mitzunehmen. Und die stehen gerade vor einem ganz großen Problem. Da haben wir zum einen die Krankenhäuser. Die Krankenhäuser fragen sich, welche Konsequenzen hat eigentlich der GBA-Beschluss für mich? Was bedeutet das? Und wie und wo kann ich überhaupt meine Mitarbeiter so schnell weiterbilden? Ja, der GBA-Beschluss sagt, es gibt eine Übergangsfrist. Das Gleiche gibt es übrigens auch für die DKG-Fachweiterbildung, eine Übergangsfrist. Aber so schnell kann man halt keine Fachweiterbildung von 0 auf 100 hochziehen. Da braucht man tatsächlich auch etwas Zeit. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Krankenhäuser, die ein großes Problem haben. Wir werden immer wieder angerufen sozusagen mit der Frage, was heißt denn das jetzt für uns? Was müssen wir denn jetzt eigentlich alles gewährleisten? Wie müssen wir das denn jetzt umsetzen? Vor allen Dingen die kleinen Krankenhäuser, die jetzt nicht so gut organisiert sind in Fachgesellschaften und sonst irgendwas, da hatte ich teilweise Leute, die waren total irritiert über den GBA-Beschluss. Die haben das überhaupt nicht mitgekriegt. Ja. Dann haben wir auf der anderen Seite die Weiterbildungsstätten, die auch ein ganz großes Problem haben. Die sollen jetzt auf einmal eine Fachweiterbildung voranbringen, von der sie gar keine Ahnung haben. Ja. Und die stellen sich natürlich die Frage, welche Lehrinhalte sind da überhaupt drin? Wer darf unterrichten? Welche Kompetenz brauche ich eigentlich? Wie gehe ich denn überhaupt mit der Übergangsregelung um und wie sehen die Prüfungen aus? Wir haben bei der DKG und im Berliner Curriculum eine Übergangsregelung, die besagt, dass man sozusagen eine verkürzte Prüfung oder eine verkürzte Weiterbildung machen kann, wenn man eine bestimmte Berufserfahrung hat. Aber wie gehe ich denn mit den Leuten um, wenn ich eigentlich gar nicht weiß, wie so eine Prüfung zu gestalten ist? Wie gehe ich denn damit um, wenn ich überhaupt nicht weiß, was eigentlich gelehrt werden soll? Ja, das heißt auch hier, trotzdem möglicherweise die Schulen oder die Weiterbildungsstätten nach der DKG anerkannt sind, heißt es noch lange nicht, dass die gleichen Inhalte lehren. Das ist total spannend. Also in der einen Schule werden eher intensivmedizinische Dinge geprüft und in der anderen ganz andere Sachen. Also auch hier haben wir ein total heterogenes Feld und die Teilnehmer sind damit tatsächlich überfordert. Die wissen halt nicht, und da kommen wir zur nächsten Gruppe der Teilnehmer, was sind denn jetzt eigentlich prüfungsrelevante Inhalte? Und wie kann ich die eigentlich lernen?
Oder gibt es überhaupt ein Lehrbuch? Das ist eine totale Herausforderung. Die Leute wissen nicht, was sie lernen sollen, weil die Curricula so grob sind, dass, wie gesagt, die Weiterbildungsstätten machen das sehr different. Und die Prüfungen sehen different aus und es stellt die Teilnehmer vor eine große Herausforderung. Deshalb heißt, wir haben hier auch ein ganz heterogenes Bild an Teilnehmern. Das heißt, die einen haben möglicherweise eher, weil die Weiterbildung geleitet wird, eher aus dem Anästhesie-intensivmedizinischen Bereich, die haben den Schwerpunkt dann in der Beatmung. Ja, die lernen dann, weiß ich nicht, 100 Stunden Beatmung, aber wie relevant ist das eigentlich in der Schockraumversorgung? Ja, das ist wirklich eine interessante Frage und da muss man tatsächlich gucken, wie kann man sozusagen diese einzelnen Zielgruppen, die wir hier haben, die ihre Probleme haben und die haben wir tatsächlich vergessen bei der Entwicklung, weil die kommen gar nicht so schnell hinterher. Wie können wir die jetzt sozusagen befriedigen? Ja? Und hier habe ich sie nochmal alle zusammengefasst und ich will Ihnen jetzt einfach ein paar Konstrukte, ein paar Strategien vorstellen, wie wir das vor allen Dingen auch im Aktionsbündnis Notfallpflege gemacht haben, weil wir da auch Ansprechpartner mit waren für viele Häuser und für viele Teilnehmer, was wir sozusagen gemacht haben. Wir haben zum einen für die Zielgruppe Krankenhäuser Weiterbildungsstätten zusammengefasst. Also wir haben einfach mal recherchiert, wo kann man eigentlich alles oder wo kann man überall diese Fachweiterbildung machen? Wer bietet was an? Wer bietet den verkürzten Kurs an? Wer macht das? Wer macht das? Die Degina hat das auch auf ihrer Seite veröffentlicht. Das ist im Prinzip nur eine Fleißarbeit. Also man muss tatsächlich recherchieren, wer macht das alles? Und es war für viele Teilnehmer und Weiterbildungsstätten oder Krankenhäuser tatsächlich eine große Hilfe, die gesagt haben, wir wussten gar nicht, wo wir das alles finden sollten. Was haben wir jetzt für die Weiterbildungsstätten gemacht? Für die Weiterbildungsstätten haben wir ein Buch geschrieben. Und zwar geht es in dem Buch darum, das ist, muss ich ganz explizit sagen, das ist kein Buch für Teilnehmer, das ist kein Lehrbuch. Das ist ein, sehen Sie es als Lehrbuch für die Weiterbildungsstätten an. Dieses Buch inkludiert Rahmenlehrpläne, detaillierte Rahmenlehrpläne der Curricula, die gerade aktuell sind. Das heißt, wir haben dort einen detaillierten Rahmenlehrplan der Fachweiterbildung DKG drin. Wir geben den Weiterbildungsstätten also ein Handlungswerkzeug an die Hand, wo steht, Mensch, hinter dem Curriculums-Buzzword versteckt sich der und der Inhalt. Hinter dem versteckt sich das und das. Damit die Weiterbildungsstätten sozusagen sich, das Rad, ich bin viel zu pragmatisch für sowas, ich sage es Ihnen, das Rad muss nicht immer neu erfunden werden. Ja, und sozusagen den Weiterbildungsstätten etwas an die Hand zu geben, damit man sicher sein kann, dass auch alle das Gleiche lehren und wir die gleiche Qualität haben, finde ich sehr praktisch. Teil dieses Buches ist, wie gesagt, die Fachweiterbildung nach der Empfehlung der DKG. Wir haben auch das Degina als historisches Instrument sozusagen, haben wir das auch mit reingenommen. Und wir haben von der Berliner Seite haben wir die Entwicklung dargestellt, wie ein Curriculum entwickelt wird. Denn mittlerweile ist es so, dass es immer mehr Landespflegekammern gibt und die möchten natürlich, die haben großes Interesse daran, die Fachweiterbildung Notfallpflege auf Landesebene zu entwickeln und selber Curricula zu entwickeln. Die stehen jetzt natürlich vor der Herausforderung, wie entwickle ich eigentlich ein Curriculum? Welche Methodik liegt dahinter? Und das haben wir sozusagen mit dem Abschnitt gemacht, in dem wir vorgestellt haben, wie das Berliner Curriculum entwickelt wird oder wurde. Und unser Ziel ist tatsächlich, wie gesagt, das Rad muss nicht neu erfunden werden. Die Leute sollen das nutzen und damit sozusagen auch alle das Gleiche gelehrt bekommen. Das Buch wird, das ist jetzt gerade im Druck sozusagen, das wird im Juli, ist es geplant, also ist es kaufbar. Ja. Genau. Was haben wir für die Teilnehmer gemacht? Wir hatten, wie gesagt, das große Problem, dass die Teilnehmer uns immer anriefen und sagen, was soll ich denn jetzt eigentlich lernen? Mit welchem Buch soll ich denn jetzt eigentlich lernen? Wo steht denn eigentlich das ganze Wissen drin, was ich wissen muss? Und da kam ein Verlag auf uns zu, das ist der Thieme Verlag, der hat ein Online-Lernmodul Projekt für Pflegende, das nennt sich CNE. Das ist analog sozusagen auch der ärztlichen Fortbildungen. Und dort haben wir für den 170-Stunden-Kurs der Fachweiterbildung nach DKG haben wir die Inhalte hinterlegt. Das ist also ein, das können die Häuser kaufen, man hat dann sozusagen eine Lizenz und dort sind alle Inhalte für die jeweiligen Abschnitte
hinterlegt mit komplett allen Inhalten. Das ist natürlich nicht nur für die Teilnehmer wichtig zum Lernen, sondern auch für die Dozenten, weil wir tatsächlich gemerkt haben, dass die Dozenten anriefen und sagen, können Sie mal das Modul unterrichten? Und ich dann fragte, ja, welcher Inhalt soll denn rein? Und die Weiterbildungsstätten überfordert waren und gesagt haben, na, ich dachte, Sie entscheiden das. Das funktioniert halt nicht, wenn jeder Dozent selber entscheidet, was eigentlich gelehrt werden soll. Das heißt, wir haben jetzt hier für den 170-Stunden-Kurs der DKG Lernmodule hinterlegt für die Teilnehmer. Dort sind auch gleich die Fragen hinterlegt, um sozusagen sein Wissen nochmal abzufragen oder zu kontrollieren, inwieweit das was gebracht hat oder nicht. Und die Strategie oder die Anfrage sozusagen des Thieme-Verlages ist, das auch für den kompletten Kurs auszuweiten, damit es nicht nur für den 170-Stunden-Anerkennungskurs ist, der ja jetzt bald final beendet ist, Ende des Jahres, sondern die haben tatsächlich großes Interesse, das auch für den großen Kurs zu machen. Darüber hinaus gibt es auch noch ein Projekt vom Springer Verlag, der auch großes Interesse hat, ist halt gerade sehr aktuell das Thema, die auch ein Lehrbuch herausbringen möchten für die Notfallpflege. Wie weit da die Entwicklungen sind, das dauert auch noch ein bisschen, das schreibt sich ja mal nicht so ganz nebenbei. Aber tatsächlich gibt es sozusagen mehrere Verlage, die sich darauf konzentrieren, also die Inhalte so zu präsentieren, dass man damit auch eine Fachweiterbildung bestehen oder damit auch lernen kann. Ja, es gibt natürlich noch andere Bücher, die sich dann eher auf einen Schwerpunkt wie Ersteinschätzung und sowas fokussieren. Aber hier muss es tatsächlich zeitnah Lehrbücher geben, die sozusagen alles abbilden. Genau, ich habe Ihnen jetzt sozusagen alle Problemfelder vorgestellt und Ihnen auch so ein paar Lösungen, die wir gerade erarbeitet haben, vorgestellt und würde tatsächlich jetzt auch schon zum Ende kommen.